Hi und herzlich willkommen bei Staubitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr super leckere, gesunde und vegane Nusskekse ohne Mehl und Zucker selber machen könnt. Seid aber vorgewarnt, die Nusskekse werden wahrscheinlich schneller weg sein, als euch lieb ist, wenn ihr sie einmal gebacken habt. Beginnen wir nun aber mit der Zubereitung. Und zwar gebt ihr für die leckeren Nusskekse zunächst erst einmal 120 Gramm einer Mischung aus Nüssen und Samen in einen Mixer. Dann nehme ich bei mir jetzt hier 40 Gramm Mandeln, 20 Gramm Haselnüsse, 20 Gramm Sonnenblumenkerne, 20 Gramm Sesam und 20 Gramm Kürbiskerne und zerkleinert alles kurz zusammen. Auf jeden Fall solltet ihr hier wirklich nur kurz mixen, damit ihr für eure Kekse auch noch ein paar größere Stückchen in der Mischung habt. Ja, nachdem ihr eure Nuss- und Samenmischung dann grob zerkleinert habt, füllt ihr die Mischung nun am besten in eine größere Schüssel um und gebt dann noch einen Esslöffel Flohsamenschalenpulver sowie 50 Gramm zu pudergemahlenes Erythrit hinzu und vermischt die trockenen Zutaten gut miteinander. Wer hier anstelle von Flohsamenschalenpulver übrigens lieber Flohsamenschalen nehmen möchte, der sollte ungefähr die dreifache Menge nehmen, also dann 3 Esslöffel verwenden. Zum Schluss kommen dann noch 40 Gramm geschmolzenes Kokosöl sowie 50 Gramm Mandelmus hinzu und dann könnt ihr alles zusammen zum Beispiel ganz einfach mit einem Löffel miteinander vermengen. Natürlich könnt ihr anstelle von Mandelmus auch gut ein anderes Nussmus verwenden. Mit Haselnussmus oder Erdnussmus schmecken die Nusskekse zum Beispiel auch sehr, sehr lecker. Wenn ihr alles dann jedenfalls gut miteinander vermengt habt, nehmt euch nun ein Muffinbackblech, legt dieses mit Muffin-Silikonförmchen aus und verteilt den Teig anschließend gleichmäßig auf die Förmchen. Solltet ihr diese Förmchen nicht haben, dann könnt ihr natürlich auch einfach kleine Teigkleckse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen. In den Förmchen bekommen sie aber natürlich noch eine schönere Form. Nachdem ihr den Teig dann jedenfalls verteilt habt, geht es natürlich auch schon ans Backen. Und zwar im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten, bis sie anfangen, sich goldbraun zu färben. Behaltet die Kekse aber ab einer Backzeit von ca. 15 Minuten auf jeden Fall gut im Auge, da sie dann sehr schnell auch zubraun werden können. Aber da jeder Backofen einfach anders ist, kann ich euch hier natürlich keine genaue Zeitangabe machen. Direkt nach dem Backen sind die Nusskekse auf jeden Fall noch ziemlich weich. Mit dem Abkühlen werden sie allerdings fester. Lasst die Kekse also am besten noch für mindestens 15 Minuten abkühlen. Ja, und dann ist es natürlich an der Zeit, auch den ersten dieser leckeren Kekse zu vernaschen. Probiert das Rezept auf jeden Fall unbedingt einmal aus, denn ich bin mir sicher, dass euch die Kekse genauso gut schmecken werden wie mir. Das Rezept zum Nachmachen und Ausdrucken findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de. Einen Link dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut!